Film der Ernst-Kleß-Schule Mettingen. Boah, hab ich einen Kohldampf. Und ich erst. Komm, wir kaufen uns eben was. €2 für eine Tafel Schokolade. Ganz schön teuer. Was? Meine hat nur 1 € gekostet. Sie hat Lust auf was Süßes. Haben Schokolade gekauft. Das Doppel bezahlt und führen sie jetzt vom Lande raus. Oder gibt es einen Grund für den höheren Preis? Bei Wimmel hat Geld. Sie wissen gern Bescheid. Der meiste Kakao wird in Afrika angebaut. Das Land mit der größten Kakaoproduktion der Welt ist die Elfenbeinküste. Wenn die Kakaofrüchte reif sind, werden sie mit einem Messer vom Baum geschlagen. Bei 40 bis 50 Grad beginnt der Zucker in den Bohnen zu gären, damit die Bohnen nicht anfangen zu schimmeln, werden sie von der Sonne getrocknet. Und anschließend in Säcke gefüllt. Dann werden die Kakaobohnen mit dem Schiff in andere Länder gebracht. In den Fabriken wird der Kakao zu Schokolade weiterverarbeitet. Von dort geht es zum Verkauf in die Supermärkte. Wenn eine Schokolade 1 € kostet, bekommt der Kakaobauer gerade mal 3 Cent. Der Kakaoeinkäufer 5 Cent. Der Händler, der die Kakaobohnen ins Ausland bringt, 14 Cent. Die Firma, die aus den Kakaobohnen Schokolade macht, 31 Cent. Der Supermarkt, der die Schokolade verkauft, auch 31 Cent. Und der Staat, der die Steuern einzieht, 16 Cent. Das Geld reicht nicht, um die Familie zu ernähren. Die Kinder müssen auf den Kakaoplantagen mitarbeiten.
Die Familien können sich keine ärztliche Versorgung leisten. Die Kinder können keine Schule besuchen. Boah, wie unfair! Ja, aber dagegen kann jeder von uns etwas tun. Wir möchten etwas gegen diese Ungerechtigkeit tun. Aber was? Wir könnten einen Kiosk an unserer Schule einrichten. Ja, nur mit fair gehandelten Sachen. Super Idee. Ich bin dabei. Ich auch. Ich mach auch mit. Worauf warten wir denn noch? Los Leute, auf geht's. Schau dir die Welt an, sie ist schwer im Wandel. Sei sozial, kauf Produkte aus dem fairen Handel. Fair Trade, das Konzept leicht zu erklären. Zahl einen fairen Preis für den Kakao morgen. Dann hat der Kleinbauer auch weniger Sorgen und kann von dem Geld seine Familie ernähren. Der Kakao kostet mehr, keine Panik, bleib cool. Das gute Gewissen gibt es gerade dazu. Fair Handel, fair Teil, das ist der Prozess. So kriegt jeder seinen Teil, das ist doch gerecht. Fair sein ist super Sache mit dem Kiosk. Ja, man hat ein besseres Gefühl, wenn man Fairtrade-Produkte kauft. Genau, man kauft oft so viel unsinniges Zeug, da kann man besser etwas mehr für fair gehandelte Dinge ausgeben. Jetzt habe ich verstanden, dass ich im Laden mehr schlucke bei Anblick dieser tollen Fairtrade-Produkte. Macht es mir nachts halt ein bisschen mehr Geld, so bauen wir zusammen eine bessere Welt. Bessere Welt.